Er will nicht erkannt werden, weil er die Rache von Erdogan treuen Deutschtürken befürchtet. Ahmed war 4 Jahre lang Imam in einer DİTİB-Moschee in Deutschland. Im August, 3 Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei, hat er von der türkischen Religionsbehörde Diyanet sein Entlassungsschreiben bekommen. Ich war schockiert. In dem Schreiben heißt es, ich solle in die Türkei zurückkehren, ohne Begründung. Ich habe das nicht gemacht. Ich kenne einige DİTİB-Imame, die zurückgegangen sind. Sie wurden in der Türkei sofort verhaftet. Ahmed sagt, dass er Opfer der Säuberungswelle sei, die Präsident Erdogan auch in den DİTİB-Moscheen veranlasst habe. Seine Predigten würden von der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara verfasst. In letzter Zeit seien sie immer politischer geworden. Da standen Sätze wie, wir müssen unserem Staatsführer treu sein, bedingungslos. Die Treue zur Türkei, ständig war das Thema. Auch der Märtyrergedanke, sterben für das Vaterland. Und die DİTİB-Predigten werden wirklich in Ankara verfasst? Allein, dass die DİTİB-Imame von der türkischen Religionsbehörde entsendet werden und kaum Deutsch sprechen, stößt immer mehr auf Kritik. Der DİTİB-Generalsekretär kann das nicht verstehen. Es gebe keinen Einfluss der türkischen Regierung. Wir beschließen unsere Beschlüsse vollkommen unabhängig von Ankara. Es gibt keine Anweisung. Aber die DİTİB-Imame kommen doch von der türkischen Religionsbehörde. Ja, aber sie werden auf ihre Aufgabe in Deutschland so gut vorbereitet, dass sie die Integration fördern und nicht hindern. Und auch eine Säuberungswelle in DİTİB-Moscheen bestreitet Alboa. Erdogan-Treue kann für unsere Imame kein Maßstab sein. Genauso wenig würden die DİTİB-Predigten in Ankara verfasst, so Alboa. DİTİB in Köln sei dafür verantwortlich. Fest steht, die Inhalte der Predigten sind problematisch, wenn etwa der Märtyrertod verherrlicht wird. Kurz nach dem Putschversuch hielt ein DİTİB-Imam in Köln diese Rede. Wir bitten dich, Herr, den Märtyrertod aller Gefallenen anzuerkennen und sie mit dem Paradies zu belohnen. Oder wenn, wie auf der DİTİB-Seite zu sehen ist, gleich eine gesamte Freitagspredigt unter dem Leitgedanken steht. Der hohe Rang bei Allah, das Märtyrertum. Das Märtyrertum als Sterben für den islamischen Glauben, das wird angepriesen. Und solche Propaganda kommt in der gegenwärtigen Zeit, wo wir sowieso mit radikalisierender Ideologie seitens islamistischer Kreise zu tun haben, kommt nicht besonders gut an. Genauso problematisch der politische Einfluss aus der Türkei. Kurz nach dem Putschversuch dort, für den Erdogan, den Prediger Gülen verantwortlich macht, gab es in einer DİTİB-Moschee in Günzburg diesen Aushang. Den Anhängern der Gülen-Terrororganisation ist der Zutritt untersagt. Ähnlich bei DİTİB in Hagen. Vaterlandsverräter raus. Die Gülen-Anhänger als Feinde der Türkei. Genau das, was auch Präsident Erdogan propagiert.